Nein! 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 Lena, das ist jetzt nicht passiert, ja? Nein! Immortal Legends Network. Geiles Team, geiler Stream. Da sind wir nämlich schon. So, und ihr seht schon, wunderbar, da sind wir. Also wir haben uns schon vorher ein bisschen entschieden. Ich habe mich für das Rehkitz entschieden. Und Nick spielt den Wolfsjung. Genau. Wuff. Genau. Und das geht online ganz einfach. Es wird mit Controller wird empfohlen. Und wie ihr seht, also zumindest schaut es danach aus, dass es relativ entspannt ist mit den ganzen Tasten. Ja. Ihr wisst ja zumindest bei mir immer, wenn es zu viele Tasten werden, dann merke ich mein Alter, dass meine kognitive Wahrnehmung nicht mehr so ganz hinhaut. Ja, aber, so laut bist du doch gar nicht. Ja, okay. Es ist, manchmal fühlt man sich auf jeden Fall so. Und Hallöchen Chris, schön, dass du da bist. So, ich würde sagen, wollen wir... Ja, gerne. Ich muss nur kurz meine Brille aufsetzen. Fällt mir gerade wieder auf. Dann setz deine Brille auf, dann nehme ich nochmal einen Schluck zu trinken. Lieber Chat, falls es heute sein kann, dass ich mal was überlese, seht's mir nach. Ihr wisst ja, bei Multiplayer-Spielen ist das mit der Interaktion mit dem Chat immer ein bisschen schwieriger, aber ich versuche trotzdem hier allen Menschen gerecht zu werden. Egal nun, ob die mit mir spielen oder die uns zuschauen. Genau. Seid nett zu Lena. Genau, und seid nett zu Nick. Ja, das bitte auch. Das wäre sonst total lieb. Richtig, ich bin jedes Jahr 29 Jahre. Ich bin jedes Jahr lebendig. Chrissy, danke schön. Danke schön für dein Follow und herzlich willkommen. Bei den Lakukis, schön, dass du da bist. Ich bin dir noch gar nicht gefolgt. Kein Problem, das geht mir auch ständig so. Ich denke immer schon, man folgt Leuten und guckt die schon ewig und dann denkt man, hä? Warum noch nicht? Was ist da passiert? Nick schmeißt gerade irgendwie seine Einrichtung rum. Was? Nein, ich hab... Hat man das echt gehört? Ich hab das gehört. Krass, ich hab einfach nur die Armlehne an meinem Stuhl runtergesetzt. Ah. Okay, ich würde sagen... Ready? Ready to go. Oh. Ich bin echt so gespannt jetzt. Aber wir gucken uns das an. So. Ja, natürlich gucken wir uns das an. Ich mach das ja eigentlich gar nicht. Trotzdem, danke. Okay, ich bewege mich. Okay, bei mir siehst du so ein bisschen ruckelig aus. Okay. Aber vielleicht siehst du das... Ich sehe dich bewegen. Ja, du gehst jetzt in eine Höhle. Okay. Oder nee, unter einem Baumstamm, glaube ich, durch. Aber mal gucken, ob das wird. Ich war mir halt nicht sicher, ob du jetzt dich selber schon siehst und dich selber bewegst. Also ob wir unterschiedliche Dinge... Nick, es ist hier bei mir im Chat eine Frage an dich. Welche Pronomen nutzt du? Day deren. Day deren, alles klar. Thanks for asking. Och, Chrissy, ne, ich glaube nicht, dass wir alle 2 Sekunden heulen werden. Ich glaube eher so alle 10. Oh. Guck mal. Black Witch. Viel Spaß im Lurken. Oh. Freund, bleib hier, Friend. Okay,
Das ist erstmal sehr, sehr niedlich. Okay, ich kann springen. Hui! Oh, so niedlich. Ah. Oh. Wow. Wow. Ich bin hier oben. Wo jetzt? Wo muss ich jetzt? Oh Gott. Ich komme, glaube ich. Oder nicht? Ah, nee. Es geht erstmal hier lang. Was, ich habe so kurze Beine. Ja, ich nicht, wie im wahren Leben. Ich habe auch so ewig lange Beine, die so ganz lang sind. Kann ich dorthin? Oh. Oh Gott, gleich werden wir uns sehen. Das ist erstmal. Also wir sehen uns ja schon, aber gleich werden wir uns begegnen. Ja, gleich werden wir uns begegnen. Oh, da kann ich nicht. Achso, ich muss wahrscheinlich dorthin, wo das so leuchtet. Ah. Müssen wir weitergehen? Ah, wir können galoppieren. Ja. Ah! Oh. Hallöchen Aurelius, schön, dass du da bist. Ich habe euch übrigens in den Stream-Titel Fink verlinkt. Da könnt ihr auf jeden. Das reimt sich super schön. Da könnt ihr sogar. Genau, auf das Profil gehen. Beziehungsweise genau, in den Stream. Gleiches habe ich bei Lena gemacht. Schaut auf jeden Fall bei Lena rein. Und guck mal, wir sind fast da. Lauf doch nicht von mir weg. Ich bin gleich bei dir. Oder nur. Ah, wo muss ich jetzt lang? Und Sviosa, danke schön für den Raid und Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich dachte, ich käme hier, wäre hier durchgekommen. Verwirrt. Unsere Nock, Hallöchen, schön, dass du da bist. Irgendwie. So. Müssen wir mal gucken. Ob wir vielleicht wahrscheinlich eher da lang gehen. Ja, ich glaube, da oben geht eine Spur lang. Ah. Oder? Muss nicht hoch, ne? Komm da nicht hoch. Warum ist denn da die Spuren lang? Das ist doch gemein. Das ist doch Teasing hier ohne Ende. Ja, ja. Hallo zusammen. Sehr überraschend und gar nicht angekündigte Raid. Ja, schön, wie es. Ich hätte ja gedacht, es würde hier unten gehen. Aber irgendwo hängt dann hier. Muss ich springen? Wo muss ich denn hier lang? Das ist nicht. Oder muss ich... Hier geht's nicht lang. Geht's hier durch? Ah, ich habe die Idee. Ach, guck mal. Oh, ja, ja. Blondie hat's gefunden. Blondie hat's gefunden. Oh. Hey, Friend. Na, wir müssen uns erstmal kennenlernen. Du hast mich erstmal ganz schön angeknurrt. Ist wie im echten Leben. Hat Fink mich erstmal komplett angeknurrt. Stimmt doch gar nicht. Unterstellung. Ein bisschen zu schüchtern, müssen noch ein bisschen weiterlaufen. Ich glaube, wir müssen noch weiterlaufen. Oh, was ist das hier? Oh, das ist cool. Oh, das sind uns die Fährten unser Rudel oder Herden. Oh, wie niedlich deine kurzen Beine. Hallöchen, Jojo, schön, dass du reinschaust. Fink knurrt Leute an, das merke ich mir für die Kaktus. ich meine, nein. Ich kann doch nicht zu dir rüber, ne? Nee? Nee, wir haben das, noch ein bisschen zu viel. Genau, das schreie ich nämlich rum. Absolut verliebt in diesen Stream. Oh, das freut mich. Schön, wenn es euch gefällt. Ja, absolut. Na, Hallöchen, Hippo-Lady. Schön, dass du reinschaust. Hi. Grüß dich. So. So, da rennen wir mal weiter. Das ist kein Rennen hier. Kein Wettbewerb. Nee, wir folgen den Spuren. Wir sind hier nicht bei Mario Kart. Das kommt auch noch irgendwann. Ja. Ich muss oben lang. Ah, da drüben ist mein... Ja, hör auf zu knurren. Immer knurrt. Immer knurrt mich Fink an. Das ist so ein süßes Spiel. So. Total, echt schön. Ich mag auch die Musik, die ist total schön. Ja, die ist so entspannend einfach.
Huch. Das sah gerade fast aus, als wärst du jetzt auch bei mir unten gewesen. Nee, du rennst dort gegen die Wand bei mir. Jetzt gehst du weiter. Ich glaube, ich muss da hinten lang. Oh Gott. Was passiert denn jetzt? Okay. Ah, das musste wohl so sein. Warum steuere ich jetzt ein Reh? Was passiert hier gerade? Hä? Hallöchen Chris, schön, dass du reinschaust. Ein wunderschön. Ich sehe, bei mir ist jetzt eine Kamerafahrt. Jetzt geht's über die Bäume hinweg. Ja. So. Also, es scheint so, als würde ich gerade dich steuern. Okay. Interessant. Also es ist irgendwie. Ist das gerade gebuggt? Weiß ich nicht. Ihr seht gerade nicht dasselbe. Okay, das ist gut zu wissen. Finde ich gut, wenn ihr in beiden Streams seid. Okay. Sowieso, das ist für ihr das Allerbeste, wenn ihr zwei Streams offen habt. Aber da könnt ihr uns da auch helfen. Irgendwie scheint das gerade. Ich kann gerade auch nichts machen. Was siehst du denn gerade? Ich sehe nur Wald. Ich sehe nur ganz viel Wald und Wiese. Und Schnee. Was siehst du? Ich sehe gerade, wie ich selber vor einem Baumstand stehe, aber irgendwie jetzt das Reh hier durchsteuere. Aber okay. Die Kamera fokussiert auch auf meinen Hund. Das Reh ist weit, weit hinten, weit weg. So, jetzt es bewegt sich. Irgendwas bewegt sich. Aber ich. Okay. Es ist sehr komisch. Drück mal A. Drück ich schon die ganze Zeit. Sonst muss ich erstmal Charakter wechseln. Zum Solo-Modus wechseln. Ich habe Angst. Sie steckt hinten fest. Also ich kann gerade aktuell gar nichts machen. Ich bin gerade mitten in der Karte gefangen. Lasst mich raus, Karte. Lass mich raus. Ich höre was bellen. Ganz weit weg. Ja, sonst muss ich... Also es sieht so aus, ich bin genau da, wo das Reh hin soll. Scheinbar. Okay, ich hab mal Charakter wechseln gemacht und nun... Jetzt höre ich wieder was bellen. Ah, jetzt bin ich der Wolf. Okay. Komisch. Ich habe also Charakterwechsler. Und da oben ist es. Ah. Okay. Du bist falsch gelaufen. Du hättest hier bleiben müssen. Guck. So, und jetzt muss ich wieder Charakter wechseln. So, und jetzt bist du eigentlich da unten da. Warum rennst du gegen die Wand? Weil meine Kamera ein bisschen so ist, dass ich das nicht sehe, wo ich gegenlaufe. Kannst du Charakter wechseln drücken? Also Start erstmal, also so. Und dann Charakter wechseln. Ah, jetzt bin ich wieder Hund. So, kannst du dich bewegen da unten? Ja. Warum sehe ich dich nicht bewegen? Jetzt, aber nein, du musst. Wo rennst denn du hin? Du rennst schon wieder weg. Ja, hallo? Ich glaube, das Spiel ist gerade schlecht synchronisiert, kann das sein? Das kann sein, ja. Davon haben die ja schon geschrieben. Dass das immer mal Probleme macht. Oh Gott, jetzt ist es ganz dunkel. Es sieht nicht mehr synchron aus. Schade. Ich komme mal zu dir. Nee, du rennst bei mir her. Jetzt bin ich direkt neben dir. Mir im Stream. Hallo! Also bei mir steht das Reh oben und also unten, aber oben auf dem Vorsprung und der Hund läuft hier unten rum. Neu starten. Müssen wir nochmal neu starten. Wollen wir nochmal ins Hauptmenü gehen? Ja, ja. Ist schade. Mal. Wir probieren es nochmal. Ja. Fortsetzen, letzter Spielstand. Mal gucken, ob das klappt. Es hat sich sogar gemerkt. Ja, jetzt sind wir hier. So, dann müssen wir aufpassen, ob es diesmal hingeht. Ja. Ich versuche mal so in deiner Nähe zu bleiben. Ja. Wenn es nicht zu weit voneinander entfernen. Genau, und du darfst nicht wieder hier oben lang laufen, sondern du läufst schön da unten lang. Ich bin ja gar nicht oben gewesen. Ich war ja die ganze Zeit nur hier unten. Ach, krass.
Ach, guck mal, jetzt sind wir schon weiter als vorhin. Ja, wir sind schon weiter. Es hat geklappt, Leute, wie ihr seht. Mhm. Wup, wup. Gott sei Dank. Ja. Wir haben wieder eine kleine Sequenz. Oh, guck mal, wie Nick da drunter fällt. Oh Gott. Jetzt sehen wir uns zum ersten Mal. Treffen uns. Gesehen haben wir uns ja schon. Und der Nähe. Du läufst einfach unbeeindruckt vorbei, richtig so. Ja, ich bin halt. Ich wollte gerade sagen, Frau von Welt, aber. Reh von Welt. Reh von Welt, genau. So, und weiter geht die schöne Reise. War es auch mal schön, so ein Spiel zu spielen, was sehr entspannt ist, wo man nicht ständig auf irgendwelche Monster springen muss oder. Okay. Absolut. Galopp, galopp, galopp. Oder so ähnlich. Genau. Ziehen. Oh, du kannst ziehen. Hast du es mit B gemacht? Ja, genau. Okay. Jetzt müssen wir hier so ein bisschen Jump-and-Run-mäßig durch. Oh, Parkour, wir können schieben. Ja. Oh, du musst mir das da runterschieben, glaube ich. Guck mal! Danke! Bitteschön! Kannst du darüber, genau. Ich muss wieder was schieben. Ja. Ich kann was schneiden, also durchbeißen. Warum ach krass. Schneiden? Weiß ich auch nicht, weiß vielleicht. Ich soll das noch weiter schieben? Wohin soll ich denn das schieben? Löchen auf, wie schön, dass du da bist. Warum, wohin soll ich. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich muss das dorthin schieben, damit ich so drauf springen kann. Ah. Ja. Ich muss jetzt was. Genau, dann schneide mal. Nein, mit dir wird nicht erschlagen. Oh Gott, aua! No. Nein! Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh nein. Das war keine Absicht. Ah. Aber jetzt kannst du da drüber. Oh, hallo. Warten. Hi. Hallöchen. Oh, guck mal, jetzt knurre ich dich schon nicht mehr an. Oh, hallo. Oh, guck mal. Ist das finde ich süß. Ja. Hi, Theo. Wie geht's dir? Guck mal, jetzt haben sich hier auf jeden Fall die Spuren vermischt. Die sollen galoppieren. Ach, ich finde das langsame Laufen gerade entspannter. Ja, absolut. Weil das ist ja auch der Sinn des Spiels. Entspannung. Ja. Schlägt mir zwar immer wieder galoppieren vor. Ja, aber nein, das ignorieren wir jetzt einfach. Genau. Macht doch bei mir auch. Jetzt werden gleich die Spuren sich wieder trennen. Wer muss jetzt welche gehen? Also ich glaube, da ich die kürzeren Stümmelbahnen habe, ja, ich denke auch die dichteren Spuren hier. Jetzt kreuzen sie sich. Ach, ist das schön. Ach, ist das nicht super schön entspannt? Erinnert mich so ein bisschen an Endling, wenn du das kennst. Wo du eine Fuchsmama spielst mit deinen Fuchswelpen. Nee, sagt mir echt nichts. Klingt aber auch total schön. Ah, wir konnten hier rüberspringen. So ein Zaun hält uns doch nicht auf. Piss! Wow, nein! Nicht zerquetschen! Mach ich doch gar nicht. Aber fast. Ah, hier müssen wir lang. Oh, sehr gut. Das hast du prima gemacht. Jetzt kommen wir dort unten durch die Dornen durch. Ich glaube, wir müssen hier wieder zurück. Ach, ja. Wir müssen, jetzt ist nämlich die Phase, wo wir richtig zusammenarbeiten müssen. Ja, eigentlich schon voll gut.
Ich habe voll Angst, in die Dornen zu fallen. Ja, das tut wahrscheinlich ziemlich weh. Ah, du gehst unten durch. Ach, ist das nicht schön? Ja, total. Oh, was ist jetzt los? Ja. Okay, irgendwas passiert. Wir gehen jetzt das mal in den Tunnel. Sieht gruselig aus jetzt. Ein Jahr und 9 Monate bist du schon dabei, Mick. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wo bin ich Wahnsinn. Dabei, ein Jahr und 9 Monate? Nicht Nick, sondern Mick. Ach so. Mit M. Ach, Entschuldigung. Entschuldige bitte die, die Verwirrung. Alles gut, passiert. Danke. So, ich bin gespannt, was... Hier sind die Spuren weg. Aber warum? Oh, ist das eine tolle Zusammenarbeit hier. Sehr schön. Dann gehen wir mal hoch. Meine Stummelbeinchen kommen da kaum hoch. Oh, das ist so niedlich. Ja. Ich mag das auch, dass das einfach so, so ruhig ist die ganze Zeit dabei. So. Ja, ach, guck mal, das Dorf im Hintergrund. Hm. Ist das ein Bahnhof dort links? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt mit dem Zug fahren? Ach nee, das könnte auch... Nee. So eine Fabrik sei oder so ein, weiß ich nicht, Lager. Ja. Hier. Es ist sehr tief. Ach, das ist tiefer Schnee. Ja. Ah. Ja, du kannst da durchlaufen. Ich versink da komplett drin. Okay, wir müssen hier lang, glaube ich. Sehr schöner gezeichneter Stil. Ich finde es auch total schön. Ach, richtig. Wir müssen hier lang. Das erinnert mich an, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Sworn. War ein Spiel auf der PS3 damals. Oh Gott, keine Ahnung. Da hattest du im Endeffekt, war der Bildschirm komplett weiß. Du hast wirklich nur weiß gesehen. Und du hattest einfach nur quasi einen Farbeimer. Du kommst halt nicht hoch. Dann, nö. Du musst halt außen rumgehen. Mhm. Oh je. Komm ich hier lang? Ich muss mal auch woanders lang, ich weiß es nicht. Das ist auch nicht. Also du kommst da lang, aber ich halt nicht. Dann komm erst mal mit, vielleicht geht's dort hinten weiter. Oder kommst du da nicht lang, hier so drauf? Nee. Schade, dass du hier nicht hochkommst. Aber dann geht's hier wahrscheinlich auch nicht weiter. Müssen wir mal gucken, wo es lang geht. Will man glatt abhauschen. Naja, so ein bisschen. Mhm. So. Okay, hier können wir auch nicht hin. Dann müssen wir mal gucken, wo es lang geht. Bin ich erschöpft? Warte mal, ich habe irgendwas gefunden. Ich hatte gerade ein Ausbezeichnen, hast du das gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Hier denn hin? Darüber kann man auch nicht. Und oh! Nee. Kann man nicht weiter. Und geht's links vielleicht hier auf dem lang? Nee, da kann man gar nicht rüber. Ah, für kolorierte Grafik hat das Budget wohl nicht mehr gelangt. Boah, Hasbi. Wow. Wow. Darf ich vorstellen, Hasbi? Hier sind wir ja hergekommen, ne? Ja, genau. Da müssen wir wohl ein bisschen knobeln. Wäre aber zu einfach. Könnte der Unfinished Sworn sein, was Fink meint? Ja, das meinte ich. Unfinished Sworn, genau. Ah, okay, sehr schön. Das war auch ein schönes Spiel. Du hast halt, wie gesagt, einfach nur weiß gesehen und du hattest aber einen Farbeimer, mit dem du schwarze Farbe werfen konntest. Ah, okay. Und es waren halt überall tatsächlich Kira, vielen, Gegenstände vielen Dank. Und sowas. Aber du musstest halt schwarze Farbe drauf werfen, um die Sachen zu sehen. Und du hast auch, die schwarze Farbe war auch halt, da hast du dann nur schwarz gesehen und musstest dann halt die Farbe immer so werfen, dass du auch dann Umrisse und sowas erkennen konntest.
Es muss irgendwie hier hinten weitergehen. Ich glaube, ob du darüber kannst. Ich kann nicht rüberspringen. Hippo ist auch noch da. Hippo, geht's dir gut? Ich muss gucken, kann ich hier irgendwas... Also du kannst ja hier nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas... Kann ich mal oben aufs Dach drauf und schau mal, ob du da mit der Antenne was machen kannst vielleicht. Mit der Antenne oder nichts machen. Ich weiß nicht, ob ich da drüber kann. Ah, ja doch, du musst wahrscheinlich das Boot darunter schubsen. Genau. Für mich. Ja. Jawohl. Sehr schön, jetzt kannst du rüberkommen. Juhu, wir arbeiten zusammen. Warum spielt Lena ein unschuldiges Reh? Realitätsfremder könnte das nicht sein. Oh, ihr seid so nett. Chat, ich liebe euch, Chat. Ja, ja, mein Chat ist immer, also ist sehr oft gemein und erzählt Unwahrheiten. Und jetzt? Musst du jetzt was zerbeißen? Nee, ich kann nicht zerbeißen. Ich muss hier irgendwas springen? Nee. Wenn ich hier auf die Vielleicht hätten wir doch hier drüben weiter müssen. So. Hinter dem Boot? Ja, sieht so aus. Ja. Wieso, Chat? Das ist doch nur Haspi. Warte mal. Oh, wir merken was. Oh, ist das süß, wie du mit deinen kleinen Stummelbeinchen. Warte die ganze Zeit drauf, dass das Reh abgeschossen... Oh, ihr seid so nett, Chat. Wisst ihr? Oh, what? Nee, ja. Ben, sofort, Ben. Geht nicht. Also, Chat ist heute wieder absolut liebensgewürzig. Nicht. Merkt das schon, ey. Die freuen sich einfach schon wieder auf Crusader Kings und wollen das Gefühl jetzt schon haben mit abgebrannten Köpfen und... Nein, Chat, nein, aus. Böse. So. Oh, wie süß du auf das Klee, die kleine Lampe dort hüpfst. Das ist so schön. Wie groß bist du in IRL? Ich? Ja. 1,83 so. Na gut, dann passt der Vergleich, also zumindest so fast. Feierbohnen, vielen Dank für das Sub. Vielen Dank. Hello, ich bin nicht auch gewürzig. Ihr seid alle liebesgewürzig. Eine wohlgeformte, gut genährte Robbe würde doch super zum Spielen sein. Ja, vielleicht passiert das irgendwann im Nachfolger. Vielleicht gibt es dann noch so eine Robbe, die da nebenher schwimmt. Robbt. Also Robben wäre ein bisschen langsam, da müssten wir ständig warten, aber schwimmen vielleicht. Komm, ich mit meinen kleinen Stummelbeinchen, das stimmt. Ist kein großer Unterschied mehr. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann da auf die Planke drauf und die dann wahrscheinlich, da wahrscheinlich muss ich auf die Planke und du musst auf die Kleine und da bist du dann dort oben. Oh, ja, genau. Ja. So, ja, dann gehen wir auf die andere Seite. Geh du mal. Genau. Warum bin ich denn schon wieder runter? Jetzt. Oh, danke. Sehr cool. Du musst, glaube ich, das gleiche machen. Jetzt muss ich erstmal rüberspringen. Mhm. Sehr schön. Wie toll. Müssen wir jetzt, ich glaube, hier auf dem Traktor, oder? Ja, das kann sein. Nee, so weit rüber kann ich nicht springen. Also doch da irgendwas. Ah, dann ja, hier aufs Dach. Wahrscheinlich, genau. Einen wunderschönen Samstagnachmittag an die strahlenden Seelen hier im Chat und dir, Lalina. Hallöchen, Olli, einen wunderschönen. Guten Tag. Ich spiele heute mit Fink zusammen dieses wunderschöne Spiel namens entweder Blank oder Blanc oder Blank, keine Ahnung. Ich will Blank. Genau, wir spielen halt Blank. Blank. Oh, nee. Solange wie wir noch nur Blank spielen und nicht ziehen, ist doch alles in Ordnung. Naja, das ist halt nicht Blackstorm, ne? Ja. So, wo sind wir jetzt hier? Da oben ist ein Schild. Muss man das schieben? Was sagt er mir? Ich glaube, das muss ich schieben dann. Von der linken Seite aber wahrscheinlich. Er sagt mir immer wieder, dass ich hier rangehen soll. Ja. Okay, aber... Ist das die Wildschlachterei? Oh, Chat. Mann, so morbide. Wir wollen hier was... Oh, hier steht was mit Schieben. Achtung. Ich muss hier irgendwas mit Schieben. Ah, dann kann ich wahrscheinlich da hoch. Und du kannst oben das Ding aufmachen. Genau. Oh, wie süß du dranhängst. Und jetzt kannst du das Ding durchbeißen oder irgendwas. Die französische Aussprache passt mehr zu der Atmosphäre des Spiels. Finde ich auch. Ja, Blanc. Blanc. Stimmt. So, dann gehen wir mal hier rein. So, was finde ich hier? Ah, ich kann hier wieder was schieben. Und dann kann ich da runter hüpfen.
Dann kann ich hier hochhüpfen. Also, naja, ich kann es versuchen. Dann kann ich darüber hüpfen und dann mache ich hier knabber, knabber. Oh, sehr cool. Obi, das ist fies. Aber danke. Danke, die Leute haben sich jetzt bestimmt gefreut. Auwi ist wieder fies. Auwi macht schon wieder Soundalerts für Horrorspiele. In so einem Spiel. Och, Auwi! Le Baguette, le Fromage. Und die Leute schreien schon wieder. So. Ja. Ich glaube, wir müssen hier drunter und das hier irgendwie hoch machen oder sowas. Dass ich keine Kopfhörer auf habe. Ja gut, ich hab die Soundalerts für mich persönlich immer auf Kopfhörern sehr leise gestellt. Also passt zu diesem Spiel vielleicht auch ein bisschen mal besser. Viel Spaß, drunter, bis die dann. Ist. Also, wie kommen wir denn hier hoch? Ich glaube, du musst da drunter. Hier, wo die Klappe ist. Ich glaube, du musst wahrscheinlich hier drunter klettern und du kannst sie dann. Ich komme ja gar nicht so weit runter wie du. Nee? Ich komme ja nur bis hierher. Hm. Da müssen wir mal woanders gucken. Es ist ja, wie gesagt, ein Rätsel. Genau. Es ist. Ich glaube, ich weiß. Du musst weiter? Ja, ich muss wahrscheinlich hier oben drüber klettern, dann doch weiter. So, komm du mal unten rum weiter? Weiter kann ich nicht. So, weil ich kann jetzt hier hoch, genau. Ah, sehr cool. Dann kannst du das durchbeißen. Oder zieh. Oh, wie niedlich du das ziehst. Das Ding ist wie einfach mal 13 mal so groß wie ich. Wie niedlich, guck mal, wer jetzt sind. Absolut. Sieht aus wie so eine alte Farm oder sowas. Ja, der Blick von denen ist so niedlich. Meinst du jetzt die Figuren oder Pink und mich? Natürlich uns beide. Natürlich, auf jeden Fall. Warum überhaupt die Frage? Jetzt musst du, glaube ich, wieder hier beißen. Ja. Oh, warte, da kann ich doch bestimmt von der anderen Seite mit helfen. Nee, ich muss... Doch, wir müssen das beide machen, oder? Doch. Probier mal mit. Ja klar, wir müssen zusammenarbeiten. Jetzt schubst du mich einfach so weg. Brutal. Oh, nee, jetzt freuen wir uns. Oh, wir haben es freuen. Aurelius, gleich ganz nett. Von den Figuren. Charming. Oh, Bambis Mama war auch niedlich, hat ihr trotzdem nicht geholfen. Oh, ihr Leute, ihr seid nett. Wow. Oh, Chat heute wieder extrem auf Krawall gebürstet. Ich meine, die bürsten sich zwar sonst kaum, aber bei sowas definitiv. Ich glaube, wir gehen da lang. Genau. Ja. Oh, es ist schön. Wie verschneit das ist. Guck mal. Ey! Das geht so. Jetzt rastet Chat aus. Wisst ihr, Chat ist die ganze Zeit gemein, wenn man selbst noch was sagt, dann alle. Mimi. Ausland aber nicht einstecken können. Ja, ja. Das haben wir ja gerne. Oh, der Chat. Das sieht so schön aus, alles. Ja, das sieht toll aus. Oh, ich finde das. Ich muss. Oh, es kommt jetzt. Ich hoffe, was Schönes auch. Oh, es lädt. Es ist nicht einfach nur schwarz geworden und es passiert nichts mehr, sondern es kommt eine Ladesequenz. Doch, ja, so. Ah, ne, neues Areal einfach. Hm. Ja, denke ich auch. Hm. Da. Du bist so niedlich, so tapsig. Wer muss jetzt wo gehen? Oder können wir auch zusammen gehen? Hi! Ja, hallo! Teile des Chats sind gemein. Auch deshalb sind die Mods, sind ja die Mods oder auch wenn der Rest ist immer lieb. Ja, ach, genau. Auch deshalb sind die ja Mods. Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall total lieb im Lurk. Ja. Lurker sind immer lieb, die machen ja nichts. Viel Spaß euch noch beim Spielen anzugucken. Hippo, danke, dass du da warst. Schön, dass du mal reingeschaut hast. Liebe Grüße an den Bockwurst-Bieger und ja, macht euch einen schönen. Schönes Wochenende. Oh. Also wir sind da oben lang gegangen. Und du wahrscheinlich gleich. Weiß ich nicht. Müssen wir uns jetzt trennen? Ach, die Wölfe, doch, dahin sind die Wölfe. Hm.
Oh ja, also Klöße sind definitiv gute Kartoffelverarbeitungsformen. Also, ja. Kroketten sind auch fein, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Nur Pommes nicht. Ach, das ist diskutabel. Bei mir nicht. Also, ich meine, ich esse zwar Pommes mit, wenn es halt nichts anderes gibt, aber ich muss es, also wenn ich die Wahl habe, nehme ich lieber anderes. Gnocchi. Oh, Gnocchi eigentlich beste Kartoffelvariante überhaupt. Ja. Hätten wir da drüber? Weiß ich nicht. Ich habe so Angst, dass wir gleich wieder aus dem Bild fallen. Ich habe so Angst, dass wir in den See reinfallen. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, wir hätten da drüben gemusst, oder? Wo so eine mehr Enge war. Vielleicht. Das klingt halt auch alles ein bisschen so... Oh. Ich gleich ein, ich hoffe aber nicht. Nee, komm, wir schaffen das. Wir sind doch beide sehr, sehr schlank. Das stimmt. Süße Gnocchi mit heißen Kirschen. Oh, das klingt super lecker. Oh. Gnocchi mit Kirschen? Okay. Oh, ne klar. Gnocchi sind ja eigentlich relativ geschmacksneutral, wenn du die nicht mit Salz irgendwie kochst oder so. Dann kannst du die auch als Süßspeise nehmen, für eine Süßspeise. Interesting take. Siehst du es anders? Ja, ich bin mir nicht sicher, wie ich das sehe. Sind wir hier überhaupt richtig? Doch, ich glaube ja. Ich glaube ja. Die tatsächlich schon mal... Warum gehst du aufs Eis? Wo rennst du hin? Nicht. Weiß ich nicht. Wir brechen bestimmt gleich ein. Oh Gott. Oder hätten wir dort hinten lang gemusst, wo das Tor ist? Hier geht's nicht mehr weiter, ne? Ne, das ist recht. Dann müssen wir mal zum Tor da gehen. Hätten sie eine sehr, sehr schöne Open World. So, aber ich glaube hier an dem Tor wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Süße Gnocchi, was sind das? Dann mit Zucker oder wie? Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Na klar, wenn du es so ein bisschen mit Öl oder sowas anbrätst, mit ein bisschen Zucker so karamellisiert und dann die Gnocchi dort drinne, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich muss hoch. Ja. Oh nein, lass mich holen. Oh, wie süß. Oh mein Gott. Oh ja, bisschen Fett in die Pfanne und Zucker und Zimt langsam durchkaramellisieren, die Gnocchi, das stelle ich mir richtig. Oh, ich kann dich rufen. Dann kann ich über dich drüber klettern. Oh, wie süß. Super. Ja. Komm hier. Ich bin schon drüben. Ja, ich muss nur die Taste finden. Ah, so. Du spielst mit Tastatur, ne? Nee, ich spiele mit. Ach so. Ja, ich weiß. Ja, ich komme schon. Dankeschön. Na klar. Du bist wieder unten bei mir. Jetzt bist du wieder oben. Ja. Manchmal hast du kleine Lecks, aber ansonsten geht's. Egal, ja, wo man hinkommt, Twitch-Chat zündet immer Feuer an oder macht Hunger. Definitiv. Das machen wir dann zumindest dann in der kleinen Pause. Also ich mache ja keine richtig so Pause und lasse euch alleine. Drauf? Ich kann irgendwie... Du hast gerade ein... Oh, Jojo, du hast einen Auflauf gegessen. Was denn für ein... Ah, da! Genau, ich glaub, hier muss ich dir bestimmt helfen. Und dann kann ich wahrscheinlich hier rum irgendwo... Ah, da hinten ist... Da rum Löffelstiel. Ah, genau. Hier hoch. Ist die Deluxe-Version in Farbe? Oh Leute, ihr seid so unsensibel heute. Also, das unglaublich. Ist eine Ästhetik. Ja, warte. Help. Aber ich kann meinen Hintern gerade nicht strecken. Nee, hier musst du. Ah, hier drüben. Nicht zu der Tür, sondern hier. Ah, okay. Genau. Wir müssen... Ich guck trotzdem mal, was bei der Tür ist. Nein, ich will nicht runter. Nein!
Steuerung ist manchmal ein bisschen... Immer wenn das oben so... So, jetzt. Kann ich hier irgendwas machen an der Tür? Ich glaube nicht, ne? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann jetzt hier lang. Einen einfachen Nudelauflauf mit Bockwurst und Käse. Packe das Rezept auch in den Discord. Gerne. Das klingt gut. Ich hatte auch schon mal so einen Würstchenauflauf. Kannst du ja, wie gesagt, kannst du ja auch veganes Würstchen nehmen. Das ist überhaupt kein Ding. Das geht alles super. Stimmt, ja, stimmt. Dann ist es schon. Wie gesagt, wenn ich sowas wie Hähnchen oder Fleisch oder was weiß ich sage, dann immer auch die vegane Variante dazu denken. Ich sag das einfach neutral, also. Ja, ja, alles gut. So. Kommen wir hier nicht hoch? Ich glaube, müssen wir nicht dort hinten über die Brücke? Oder hier hinten? Ja, gehen wir einfach mal zu und über die Brücke. Ja, ich glaube da, siehst du das mit dem Wind? Das ist ja cool. Ach krass, guck mal, wie das gemacht ist. Ja, na klar. Ich hatte auch mal so einen Auflauf. Käse? Okay, genau, und dann so ein bisschen. Ich hatte auch mal so leckere mit Paprika, der war auch gut. Boah, ich krieg Hunger. Und ach, Nudeln geht halt immer. Ja, absolut. Ich muss auch wieder mal Pasta kaufen, erstmal die Tage. Pasta geht, du kannst halt wirklich alles Mögliche zu Pasta. Pasta ist eh bloß sozusagen. Ich sag mal, die Basis, genau. Und dann hast du halt ganz viel. Hier geht's wahrscheinlich nicht weiter. Glaube ich durch. Ja? Nee, doch nicht. Dann doch hier runter, wo hier die Spuren lang gehen. Ja. Oder? Nee, irgendwo anders müssen wir runter. Ich bin verwirrt. Na, einen wunderschönen guten Abend, wollte ich schon fast sagen. Aber 17 Uhr sagt man noch nicht Abend. Hallöchen, Lady, schön, dass du da bist. Ich dachte eigentlich, es würde hier runtergehen, weil hier die Spuren lang gehen, weißt du? Okay. Ich muss irgendeinen anderen Weg finden. Fusilli Tricolore mit Tomatensauce und Pecorino. Ich hatte jetzt mal eine ganz tolle Spaghetti Aglio Olio mit Pinienkern. Oh Gott, war das gut. Oh, ja, oder wir gehen erstmal hier lang wieder. Vielleicht müssen wir doch in die andere Richtung. Hier hinten lang vielleicht. Ja, doch, das sieht richtig aus irgendwie jetzt. Ja, ja, vielleicht ging das dort doch nicht lang. Soul Food auf jeden Fall. Falsche Karte gegangen. Warte auf mich. Schornstein, du bist im Weg. Okay, jetzt haben wir's. Ist die Kamera am scheiß Schornstein hängen bleibt. Was ist da so? Super Mario 64? Okay. Warte, ich muss erstmal wieder ich muss erstmal den Po strecken. Ja, ich muss dich erstmal rufen, dann darfst du den Po strecken. Oder Bavette mit Brokkoli-Pesto. Komplett vegan. Oh, klingt gut. Was ist denn nun los? Spielt man Saber Rider und Madame ignoriert das komplett. Oh, ich hatte den Ellor zu leise. Oh, Saber Rider ist so cool. Kennst du das? Ich? Ja. Da haben wir uns doch sogar, als Echt? Ich das erste Mal bei dem Stream Echt? War und der Alert kam, Echt? Sofort drüber unterhalten. Echt? Verdammt. Ja. So ist das halt. So ist das halt mit dem Schlechten, mit Echtes. So, wir müssen erstmal hier hoch. Muss ich dir halt. Ah! Oh. Okay. Ich glaub, dann musst du zuerst. Ich gehe mal zuerst, weil ich bin leichter, ich komme dann besser da hoch. Und jetzt muss ich wahrscheinlich... Ah, guck mal. Ich komme nicht hoch, ich fahre runter. Doch, hier lang. Guck mal, hier. Und jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Doch. Wo muss ich lang? Nee, du musst hier, wo ich gerade das Geäst weggezogen habe, da kannst du jetzt hochspringen. Ah, sehr schön. Ich danke dir. Gerne. Hüpf. Saber Rider in the Star Sheriffs in the sky. Can you feel the thunder inside? Saber Rider. Sehr schön, sehr schön. Okay.
Spur? Ich glaube, ich muss mich auch nachher noch ein bisschen warm singen, bevor es zum Karaoke geht, sonst wird das schrecklich heute. Oh Gott. Ich muss Gott sei Dank dann nur wieder ganz viel vorlesen. Mm. Oh, was mal? Drücke an einem, Hang B zum Gleiten. Aha. Wie? Ist das jetzt Snowboarding? Ui, oh, wie cool. Oh mein Gott. Oh, mega cool. Wie cool ist das denn? Wo wir bei alten Klassiker sind. Mask Rider sagt dir was? Nee, nur Mask Singer. Pink, wie sieht's bei dir aus? Sagt dir Mask Rider was? Vom Namen? Mask, als Anime, glaube ich. So, aber ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Mask kenne ich. Das ist ja auch eine Serie aus den 80ern gewesen. Wie du runterrutschst. So, wo geht's jetzt lang? Da, wo hier unsere Pfoten uns und Hufe uns hintragen. Hier. Zu den Dudes, der im selben Fahrwasser unterwegs war wie die Power Rangers. Ach, krass. Ah, ja, Kamen Riders dann. War das jetzt sogar sind wir aber wieder hier. Sind wir einmal im Kreis gegangen. Yay, Kreislauf! Okay, aber hier durch? Nee, geht's nicht durch. Wir hier hoch? Ja, aber da sind wir halt auch hier gerade erst gewesen. Also vielleicht müssen wir wirklich dann dort hinten weitergehen. Warte mal ganz kurz, meine Community will gerade unbedingt eine Schatzsuche machen, dann lasse ich die jetzt meine Schatzsuche machen. Hui! Ja, das war lächerlich, aber okay. Schade, dass ich mit dem rechten Stick die... Oh, das wäre halt noch perfekt, wenn man mit dem rechten Stick die Kamera drehen könnte. Ja. Jetzt gehen wir mal hier hinten lang. Hier, ach, sind jetzt hier. Hier? Fortschritt! Das ist so süß mit dem Runterrutschen. Wenn jemand in einem runden Raum gegen die Ecke läuft, hat er dann Kreislaufprobleme? Da muss ich erstmal hier. Nee. Oh Gott. Da muss ich erstmal den Fail-Sound machen. Ja. Hier sind wir da auch hergekommen, ne? Was denn hier? Also. Na klar, hier sind wir runtergerutscht. Stimmt. Da geht's ja gar nicht weiter. Muss es doch eigentlich, oder? Vor mir ging es auch nicht lang. Das ist auch noch mal ein bisschen genauer gucken. Damit ja, da müssen wir mal gucken. So, ja. Ui! Ui! Ja! Wuhu! Oh, so weit. Voll vor die Wand. Au. Au, 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 au. Mal, da hinten ist ein Fenster. Das sieht so aus, als könnte... Das, ja, stimmt! Könnte ich dich eigentlich runter hoch machen? Ja, guck! Wow. Auf den Po und rein! Nee, ja, das klingt falsch. Yes. ich kann da nicht, du musst mir jetzt helfen, genau. Ja. Da. Oh Gott! Da kam ganz viel Schnee. Vorsicht. Super, dahin geht die Spur weiter. Yes. So, wie gefällt denn dem Chat das Spiel? Gut bestimmt. Ansonsten lügt Chat einfach. Oh, wir rufen. Ich freue mich schon so auf die Kaktus, ey. Das glaubst du gar nicht. Ja. Oh. Das wird so toll. Ich freue mich da so sehr. Oh, ist sehr cute. Ich freue mich so sehr, auch Pia und Kim zu treffen und Ina und Nina und Delilah und dich und Vios. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwelche Leute... Oh, jetzt kommt hier Wind. Ja, und Lilly und Laura und Jill und Theo, ja, und Mike. Kommt Nessie auch? Nico. Nessie? Ich glaube, Nessie kommt auch. Ja, Amaya kommt. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Sehr cool. Ich freue mich da so sehr drauf. Oh, Johnny kommt auch. Wer? Johnny. Ja, stimmt. Kims Freund. Das wird echt toll. Da gibt's ganz toll, ganz tolle Fotos, machen wir da. Oh ja. Oh ja.
Und dann müssen wir irgendwie noch einen extra Discord-Channel aufmachen, damit wir den die Leute, die nicht dabei sind, extra muten können, damit sie nicht zu viel FOMO haben. Richtig. Sonst wären die ganz traurig. Sind die ja sowieso schon alle. Ja, ich weiß. Aber dann noch trauriger. Durchs Gebüsch. Sieht bisher echt niedlich aus. Ja, finde ich auch. Das ist super, super. Das ist total, total süß. Oh! Ach, tut mir leid, Chrissy. Oh mein Gott, wie süß. Guckt mal da oben links. Die Entenfamilie. Ja, Entenfreunde. Ich will die Bilder aber sehen, wenn ich schon nicht da sein kann. Ja, Ovi, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Und Chrissy hat jetzt schon FOMOs. Tut mir leid, Chrissy. Quack! Hallo, Quack-Freunde. Und die rutschen da runter. Oh, kann ich denen helfen? Wartet mal, die kommen nicht hoch. Kann ich euch helfen? Ja, guck mal, wir können denen helfen. Die können quasi in unserem Windschatten da hoch. Ach, wie toll. Oh, das ist ja super cool. Komm, bleib bei mir im Windschatten. Och Gott, wie süß. Oh Gott. Oh, wie süß. Es tut mir leid. Das ist ja toll. Oh nein, eins ist, bleib bei mir. Nein, 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 eins ist runtergefallen. Danke, Chrissy. Habe ich eins verloren? Eins ist runtergefallen, ja. Oh no, muss das nochmal holen. Wieder. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Das ist super süß, ja. Kleines Entchen, wo... Da, komm. Ich mach mal Doppelwinch. Wir machen mal Doppelwinch-Windschatten. Genau. Dann kann nichts schief gehen. Oh, ist das schön. Weißt du, das ist genau so ein Spiel, das du für sowas brauchst manchmal. Einfach ja, so das ist einfach ein Soul-Game. Richtig zum Runterkommen, ja. Oh Gott. Mein Gott, ist das süß. Hilfe für die Kleinen. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Wie süß ist das denn? Oh. Guck mal, wie die laufen. Ich laufe jetzt mit denen. Ja. Oh, wir müssen denen helfen. Wir haben neue Freunde gefunden. Wir haben neue Freunde. Lena. Guck mal, wie viele. Also, wenn jetzt noch jemand einen Koop mitspielen. Oh, da ist, geht's wieder weiter. Guck, da ist wieder Wind. Müssen wir das gleich nochmal machen? Ja. Ja. Wir machen das. Wir helfen mit. Ja. Ja, das letzte kommt. Das muss man. Nein! Nein, 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 nein. Komm mit. Ente, wo bist du denn nur hin? Gehst du wieder ganz an den Start? Oh nein, Ente. Warte, ich übernehme das von hier, nimm du das letzte dann. Okay, mach ich. Super. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm her, du Kleine. Oh Gott. Komm mit. Oh Gott. Nein, ich hatte doch. Warum? Okay, ich darf für 5 Minuten das Wort sweet auf Deutsch nicht sagen. Ich finde diese Channelpoint-Belohnung bei dir irgendwie urkomisch einfach. Ja, Community auch. Das denke ich mir. Oh, wir haben es geschafft. Wie niedlich, wie niedlich. Oh, guck mal, wie sie watscheln. Ja. So. Aber so kann ich jetzt schon mal ein bisschen so das Gefühl kriegen, wie ich mich dann auf der Kaktus fühlen werde, wenn ich mit euch spazieren gehe. Das ist dann auch so von der Größe vom größten Unterschied. So viel größer als ich warst du doch gar nicht. Nee, oder? Das geht. Ich bin bloß 1,89. Das bin ich, je nachdem, welche Schuhe anziehe, bin ich das auch. Oh, das müssen wir zusammen machen. Ja. Guck mal, eine von uns bis zur Hecke und dann eine von der Hecke weiter. Genau, ich hol mal das letzte. Ja. Was? Ob Lena nun auch darüber singt? Über was singe ich denn jetzt schon wieder? Also ich höre dich gerade nicht singen. Nee. Nein, du singst sehr, sehr leise. Nee. Sehr schön.
Ist das nicht süß? Geschafft. Jawohl. Ja. Viel Spaß beim Einkaufen, Lady. Ganz viel Spaß. Ob ich mal Gris gespielt habe? Nee, ich habe nur Grit gespielt. Oh, Gris ist auch richtig. Was ist ein Gris? Das ist auch so ein. Das ist vom Zeichenstil so, so ein bisschen aquarellig. Okay. Und ist halt auch einfach nur, du spielst eine junge Frau, glaube ich. Und es ist auch vom Sounddesign ähnlich wie hier. Das sind wirklich nur so ganz ruhige Hintergrundmusik das die ganze Zeit. Es gibt keine Kämpfe oder so. Es ist wirklich einfach nur World Exploring. Eine junge Frau, die ihre Stimme verloren hat und auf der Suche ist, ihre Stimme wiederzufinden. Okay. Und es ist super schön. Oh, das fand ich auch so toll, als ich das gespielt habe. Ja, wie kommen wir jetzt zu euch? Ich kenne nur Griesbrei, auch Leute. Ach, Gries ist so toll. Ja, Chrissy, ne? Das ist super schön. Oh Gott, wir müssen jetzt hier hinten lang. Das ist ja interessant. Ja, ja. Kommst du da hoch? Ja. Ja, da komme ich tatsächlich hoch. Das ist so ultra schön. Ich musste mehrfach unterbrechen, weil ich emotional überfordert war. Oh. Ja, glaube ich. Ist das sowas wie Mundaun auch gezeichnet? Oh, what? Wie weit bin ich denn jetzt? Wow! Whee! Krass. Oh. Oh. Okay, das ist jetzt irgendwie, finde ich, ein bisschen... Jetzt müssen wir hier den von da rumkommen. Ich guck mal. War nicht gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Ist das dieses Kapitel, von dem alle sprechen, das extrem schwer ist, weil man da erstmal gar nicht auf die Lösung kommt? So. Wow, glitchy! Okay, das ist jetzt ein bisschen weird alles. Ah, guck mal, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Oh, emotionsgeladener Mensch, das kann ich verstehen. Mit der Tür muss man nur nehmen, ne? Okay, ich nichts mit doch, der Tür. Doch, ich kann ziehen und du kannst es jetzt schieben können, genau. Ah! Oh, guck mal, das müssen wir machen. Dann müssen wir es jetzt gleich zurück. Dann musst du auf die andere Seite, oder? Ja. Ja. Und das ist das Kapitel, wo alle sagen, dass es so schwer ist, sind wir einfach Genies. Nein, könnt ihr doch mal kurz warten. Sehr schön. Wie geht's weiter? Draußen, ne? Ja. Aber ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, definitiv. Also ich bin auf jeden Fall emotionaler als rational. Ich weiß nicht, ob ich emotionaler als rationaler bin. Das ist glaube ich, tatsächlich bei mir eher so situativ. Ja. Unterschiedlich. Kann beides ganz gut sein. Kommt, Kinder! Hallo, Siedlein! So muss ich dann Delilah fühlen, wenn sie mit uns spazieren geht. Bitte nicht klippen. Ich kenne mal die Leute, die klippen das und schicken das dann immer den Leuten. Ich weiß jetzt schon zu spät. Ich weiß. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier, ist hier irgendwas, wo du durchkommst? Hier glaube ich, ne. Kannst du durch das Loch durch? Ah, oh, jo, das sehe ich ja jetzt erst, hast recht. Ja, kann ich. Ah, ich kann oben lang. Du kannst einfach drüber, ja. The usual. Achso. Hilfe! Hilfe! So, danke. Einmal hoch. Jo. Ach, ist das schön, das Spiel. Das ist so richtig schön entspannend. Ja. Ach, guck mal, wie da sind unsere Freunde wieder. Oh, wir müssen wieder. Ja, natürlich. Immer Windschutz. Das ist auch... Ja, einer muss wieder den Anfang machen und einer den Rest dann, glaube ich. Das ist jetzt hier ganz... Aber ich habe euch doch in meinem Windschatten, was ist denn los? Das kann natürlich sein, ja, das kann natürlich sein.
dass das bei mir nicht so gut klappt, weil du die Lobby oft gemacht hast und das ist irgendwie synchro. Weil die sind bei mir eigentlich genau in der Luftblase drin. Also so von der Laufgeschwindigkeit habe ich gemerkt, ich glaube, du kannst einfach die ganze Zeit mit normaler Geschwindigkeit durchlaufen, ohne dass da was passiert. Nee. Geht bei mir nicht. Der Wind geht dir durch die Beine, zu lang. Das kenne ich. Ah! Oh. Könnte das smart sein? Weiß ich nicht. Also es könnte sein. Ob das smart ist, da enthalte ich mich lieber. Aber es könnte das so, ich. Sein. Hier! Freundblase, schnell! Ja, ich hab's. Nee. Nein, es ist da hinten. Oh Gott. Oder muss ich dann. Oh, ich glaube, ich muss dann hier die auffangen oder sowas. Tatsächlich muss ich die. Nein, nee, das war zu schnell. Ich muss die im Dings. So, jetzt kommt's. Es ist durch. Jetzt kommt's bestimmt gerade rüber. Da war's. Nein, die sind ja alle bei mir. Hä? Ich muss die wirklich am Rand der Luftblase führen irgendwie. Dann geht das. Ja. Jetzt rennt das irgendwie so schnell. Achtung, jetzt kommt's gleich. Nee, die rutschen an mir vorbei hier. Musst du dann doch dort abholen? Die Mutti meckert schon. Ja, Mutti, ist ja gut. So, wenn ich sie hier so am Rand hab. So, jetzt habe ich zwei hier sogar. Nein, warum seid denn ihr so schnell? So, jetzt musst du abholen kommen. Okay. Also hier, das verstehe ich gerade nicht. Ich auch nicht so ganz. Na, wo fällt es denn raus? Genau, es fällt. Genau hier, weil du kommst nur bis zu der Hecke hier. Naja, da musst du das dort übernehmen, oder? Wie ja, bei der Hecke wartest. Habe ich gerade schon probiert. Was ist Ziel des Spiels? Niedlich sein, definitiv. Genau. Niedlich sein, das ist Ziel des Spiels. Och nee, werden alle weggeblasen. Versuch die mal hier so auf halber Strecke, da wo ich jetzt stehe, einfach loszulassen, ob ich die hier auffangen kann vielleicht. Achtung, kommt gleich hoch. Da ist es. Ah ja, guck mal, jetzt kann ich. Sehr gut. So, nächstes Kind bitte. Kommt mit, Kinder. Genau. Guck mal, ja. Du musst die hier irgendwo mittendrin einfach zu mir rüberlassen. Warte. Gar nicht mal bis zum Ende, Lena. Ich war schon längst raus aus dem Slipstream, aber. Lass sie einfach. Ich mach die bis zur Hälfte. Genau, ja. Also eins weil ist schon vorne früh. Am Gras kann ich die, wo du nicht mehr weiterkommst, da kann ich die schon nicht mehr auffangen. Jetzt müsste es gleich. Jetzt Achtung! Hab's. Sehr gut. Achtung! Ist umgekippt. Ja, ich hab das eine Kind noch gar nicht. Nein! So, eins verloren, eins aber dafür wieder gerettet. Es fällt dort immer um. Ja. Aber es schafft's. Nicht so ganz. Jawohl. Komm, das letzte. Geschafft. Jetzt müssen wir bloß noch den Aurelius hier helfen. Der ist immer ein bisschen langsam. Ja. So, jetzt müsste er gleich rüberkommen. Ups, ja. Da ist er. Hab ihn. Hallo Aurelius, komm mit. Oh, armer Aurelius. Oh. Yay, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Thank you.
dieses Rutschen. Ist das schön. Ich muss dann eigentlich mal die Heizung anmachen. Das wird echt kalt jetzt. Oh je, nee. Das ist nicht gut. Nee. Heizung anmachen ist nicht gut, aber... Frieren nein, ist noch schlimmer. Nein, ich meine, frieren ist nicht gut. Ja. Heizung anmachen ist... Oh. Ein notwendiges Übel manchmal. Oh, sind sie jetzt zu Hause? Haben sie es geschafft? Wir haben es geschafft. Wir haben sie nach Hause gebracht. Oh Gott, ist das süß. Ja. Hat Spaß gemacht. Ui, ui, ui. Ui. Uhu. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Es kommt wohl ein neuer Kartenabschnitt. Ja. Hast du dich vorher mal erkundigt, wie lange das Spiel geht? Ich nicht. Nee. Du? Nee. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, mit der Musik auch noch ist das cool. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott! Sehr. Oh, schön, Schlittenfahrt im Schnee. Na, 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 na. Mal ein bisschen Weihnachtsstimmung hier. Ach, Aurelius hat's gar nicht mitbekommen. Ist nicht so schlimm, Autos, musst du nicht erklären. Aurelius war gerade abwesend, deswegen... Oh mein Gott, ist das schön. Oh, war das cool. Oh, es geht weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das könnte ich den ganzen Tag spielen. Oh ja. Wait, häng mich nicht ab. Das hoffentlich schleift die Steuerung schön durch die Schneemasse. Geht's glatt? Geräusche passen ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh, so 2 bis 4 Stunden, je nachdem, wie schnell ihr seid. Na, mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja sogar in dem Stream heute. Wäre natürlich super. Ja. Ich glaube, wir sind nicht zu langsam. Wir gucken uns natürlich alles an. Ja. Ich bin auf jeden Fall die bessere Rotlocke. Na. Das wollen wir ja mal sehen hier. Naja, doch. Ach, alles gut, komm, wir rollen hier zusammen. Yay, und so. Was schön das ist. Wenn jetzt vielleicht plötzlich so ein riesiger Pinguin vor dir kommt, mache ich mir aber Sorgen. Wow. Was ist das? Yay. Yay. Uhu. Wie war das noch? Das ist nicht Mario Kart. Ja. Oh nein, ich bin hängen geblieben. Da bin ich. Sehr gut. Juhu! Juhu! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es geht so schnell! Grinden! Jawohl! 360! Kann ich einen Kickflip machen? No Scrap, komm! Ja. Oh mein Toll, ist das schön? Ich glaube, jetzt sind wir durch. Ja. Ach, war das cool. Es hat auch Spaß Musik, gemacht. Ja. Mit der musikalischen Unterlegung war das so schön einfach. Das war so schön. Ich glaube, da ist was für dich. 5 Stunden später. Oh. Ja, warte mal. Ziehen. Ah, guck mal, so. Ah, ich glaube, ich muss so auf dein... Ah! Ah, guck mal so. So, und jetzt das. Los! Höp! Oh, halt die da auf der Mauer stehen. Auf der Mauer, auf der Mauer sitzen lustige Tiere. Sitzen Wolf und Reh. Auf der Mauer sitzen Wolf und Reh. Na, 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 na. Yay, ich liebe das. Ah. Hier hinten. Kann ich dir... Kann ich nicht? Eigentlich müsstest du doch...
ist hier hinten irgendwas Witziges? Ich glaube. Nee. Das sieht alles nicht so witzig aus. Okay. Ich glaube, da geht's weiter. Da ist, das ist doch irgendwie ein bisschen. Aber ich müsste dich doch eigentlich wieder. Kann ich dich nicht? Hä? Müsste da eigentlich wieder dir helfen können, oder? Ja, wahrscheinlich müssen wir hier um rechts irgendwo. Das soll ein Wolf sein. Das ist ein Wolfskind. Ein Wolfswelpe. Mensch, Leute. Guck mal, das ist ein Wurm und ein Eichhörnchen. Genau. Hier kommen wir nicht rüber, weil hier sind Zacken. Kann ich was schieben? Nee. Hier kann ich springen. Dieser. Es. Oh, ein Zicklein! Oh, hallo! Hallo, Freunde! Oh, die folgen uns auch noch. Das ist cool. Krass. Guck mal, die Zicklein. Ach, wie krass. Ja. Hier hoch, die springen, ja. Ach Gott. Wir kontrollieren die mit quasi. Ja. Wir die mitlenken so ein bisschen. Ah, ja, warte. Wir müssen wahrscheinlich das hier noch weiterschieben. Ich glaube, das weiterschieben. Ja. Das ist was. Ja, aber es fällt dann wieder zurück. Ja, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, dass es sich klein muss, nämlich das. So, jetzt probier nochmal. Aber. Ja, du musst das weiße Zicklein so positionieren, dass es tatsächlich da vorsteht, glaube ich. Aber wie kann ich das? Okay. Ah, es dauert ein bisschen. Okay, ich muss ein bisschen warten, so. Na? Das macht dann nichts. Jetzt wird ein bisschen. Versuchen wir mal das weiße Zicklein hier auf. Genau davor irgendwie. Das folgt mir auf jeden Fall. Ja, das schwarze Zicklein folgt mir. Ja. Hier hinten ist nichts mehr eigentlich. Es scheint der erste vegane Wolf zu sein. Bambi, Enten und Ziege leben noch. Ey, was machst du denn jetzt? Bei mir rennst du gerade die ganze Zeit gegen die Wand. Och nee. Ne, du rennst bei mir gegen die Wand. Oh nein, ist die Synchro wieder lost? Also warte, ich laufe hier ganz normal rum. Ich kann mich gerade gar nicht mehr bewegen. Geh mal einfach aus dem Spiel raus. Okay, Hauptmenü. Spiel verlassen. Nee, Hauptmenü, ne? Ja, genau, Hauptmenü. So, ich mach mal, ich probiere mal, ob ich jetzt zum Solo-Modus wechseln kann. So, und jetzt mache ich wieder Duo-Modus. Oh, Hallöchen, Raptor. Schön, dass du da bist. Schön, dass du reinschaust. Nee, bei mir ist gerade das Problem. Das Gamepad wird nicht mehr erkannt. Hä? Oh, das ist schlecht. Also mit der Tastatur kann ich noch, aber warum? Hä? Mit der Tastatur kann ich mich noch bewegen. Was ist? Aber im Menü kann ich den Controller noch. Hä? So, warte mal. So, ich habe jetzt. So, schau mal, kannst du dich jetzt bewegen? Ne, irgendwie läuft dein. Jetzt steht bei mir Controller auch komplett weg. Also kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Läuft das Reh einfach bei mir nur vorne Wand. Jetzt bin ich der Wolf. Okay, Spiel verlassen. Okay.
Nochmal neue Einladung. Drücke A auf deinem Controller. Finde ich immer absolut grauenhaft. So, jetzt müssen wir wieder die Zicklein holen. Okay. Guck mal, da sind sie. Hallo. Komm, wir gehen durch. Genau, also bis hierhin verstehe ich das ja eigentlich. Ja. Oh, mit Exponaten aus dem Perm. Perm war das... Oh, cool. Warte mal. Nicht, dass ich das verwechsle. War Perm war das vor der Trias, ne? Also irgendwie... Ich glaube ja. Ich glaube, Perm war vor Trias. Genau. Und vor Perm war Carbon, glaube ich. Davor war Defon. Das war und davor Silur, ich weiß es nicht. Ja, es ist ewig her. So, jetzt müssen wir erstmal hier schieben. Genau. Ich kann auch springen. Mal. Nee, du musst aber schieben. Gottes Willen, ey. Was, wieso Gottes Willen? Was habe ich nicht mehr falsch gemacht? So, und jetzt schieb nochmal direkt. Ich laufe gar nicht weg, sondern schieb da einfach nochmal. Mach, passiert aber nichts mehr. Musst du irgendwas ziehen? Du stehst ja dort davor. Boah, was ein Bildungs-TV hier. Ja, genau, davor. Oh, super, hatte ich alles richtig? Ich habe nämlich früher mal diesen... Oh, das war so ein russischer... War das ein russischer oder ein tschechischer? Weiß ich nicht. Film, wo so ein paar Jungs auf so einem Boot so einen Fluss lang sind und da sind die bis zum Anfang, weil die so einen Trilobiten hatten. War ein übelst geiler Film damals. Superkontinente gab es erst Pangea und Pangea hat sich dann aufgespalten in Laurasia und Gondwana und... Oh, hör mal auf. So, aber wir müssen uns hier auch konzentrieren. Was müssen wir jetzt hier machen? Mir fehlt so ein bisschen gerade... Okay, ich gehe jetzt hier durch. Warte mal. Wenn ich jetzt hier dagegen mache... Warum machst du das nicht? Das ist wahrscheinlich der Part, wo alle gesagt haben, das ist so schwer, dass das... Ja, aber wahrscheinlich ist das jetzt dieses Kapitel 5. Und mal, finden wir das raus? Ah ne, Kapitel 5 sind wir schon vorbei. Wir sind jetzt in Kapitel 7. Okay. Probier jetzt nochmal, stoß mal das Ding mit dem Gerät. Vielleicht hätte es... Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel dann einfach... Irgendwie gibt es dann Pangea 2 und wir haben intelligente Oktopusse, die auf Bäumen leben. Cool. Hör mal, muss ich das ist Splatoon! Oh, können wir hier? Nein. Ich verstehe es nicht. Was müssen wir hier machen? Wenn ich hier haue, passiert auch nichts. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Danach Trias, na klar. Trias, Jura, Kreide. Ja, und dann wird's schwierig. Also klar, man könnte jetzt einfach sagen, Tertiär und Quartär, aber das teilt sich ja eigentlich auch nochmal in hunderte verschiedene so Pliozän und Pleistozän und was es da alles gibt, aber boah. Okay, das finde ich jetzt lustig. Jetzt Chris kontert mit der Archaik, Klassik, Hellenismus, Republik, frühe Kaiserzeit, hohe Kaiserzeit, späte Kaiserzeit, Spätantike, Frühmittelalter. Das sind die, genau, weil die Antike ist ja auch nicht bloß Antike, das wird ja auch noch geteilt. Ich liebe Geschichte. Ich liebe auch Frühgeschichte. Ja. Ich liebe alles, was Erdgeschichte macht. Viktorianische Zeitalter, das kommt ja viel später. Das ist ja dann, das müsste ja schon Neuzeit sein, ne? Nee, viktorianisches Zeitalter ist eher so die 1700, 1800er. Naja, das ist Neuzeit. Neuzeit beginnt 1500 ungefähr. Neuzeit ist das, was nach dem Mittelalter kommt. Ist Neuzeit, genau. Aber was machen wir jetzt mit den Ziegen hier? Wir unterhalten uns jetzt über Geschichte, weil wir nicht wissen, was wir mit den Ziegen machen müssen. Da musst du hier drauf oder so? Und ich muss. Ich kann da leider. Es muss ja hier irgendwas dampfen. Ach, guck mal, ich kann das hier ziehen. Oh. Dann? Lass das mal, mach da mal nichts mit. Ah, wie cool! Ah. Wie genial ist das denn? Ja. Ja. Muss dann mal weg. Jojo, einen wunderschönen wünsche ich dir noch. Schön, dass du da warst. Das ist cool. Warte mal.
Übertragung heißt das jetzt. Sehr schön. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt hier runter wahrscheinlich. Ich glaube auch, ja. Was gibt es schon da nicht? Oh je, ich habe jetzt gerade gar nicht gelesen. Oh, ich kann nicht. Irgendwas könnte ich hier gerade machen. Oder? Ja, nein, vielleicht. Machen wir jetzt hier mit dem Team. Wie lange ist der Stream geplant? Muss gegen 18 Uhr erstmal weg. Der Stream ist eigentlich mindestens bis 12 Uhr geplant. Also zumindest bei mir. Ich mache jetzt erstmal mit Fink zusammen erstmal auf jeden Fall bis 19 Uhr mindestens. Mal gucken, vielleicht 19, 15. Mal gucken, wie wir im Spiel sind. Wir kamen eigentlich relativ gut. Aber aktuell hängen wir hier so ein bisschen fest. Da oben ist auch wieder irgendwas zum Ziehen. Guck mal, die haben auch ja, irgendwas zum Ziehen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo was ist, was ich ziehen kann vielleicht. Aber ich sehe jetzt gerade nichts. Also, wie gesagt, wir wechseln dann 20 Uhr nur das Spiel. Also ich bin dann bei Crusader Kings 3. Ich weiß nicht, was dann der Fink noch macht. Heute. Ja, ich muss... Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir nur bis 19 Uhr machen, weil ich dann Karaoke singen will. Ah ja, stimmt. Also offline. Offline, okay. Du gehst ja auch richtig weg. Genau. Bei uns ist einmal im Monat Karaoke und da gehe ich heute Abend auch wieder hin. Ich kann nur nicht meinen Arsch hier hochmachen, dass du dort hochgehst, aber ich weiß nicht. Also irgendwas kam da gerade so ein Prompt, dass ich da irgendwas hätte machen können, aber irgendwie ist der jetzt schon wieder weg und ich verstehe es nicht so richtig. Ah, weißt du was? Ich mache jetzt aber Folgendes. Ich mache jetzt einfach so. Ah, perfekt. Oh, ich muss nochmal da hoch. No. Nein. Ja. Auch irgendwie damit was machen. Das geht jetzt wieder hoch. Ah! Oh, guck mal. Oh, guck. Du mach das nochmal. Mach das nochmal, Lena. Damit die das nochmal schieben. Genau. Und das runterfällt und wir dann hoch runterkommen. Okay. Genau. Super. Ach, wie cool ist das denn, bitteschön. Sehr. Jetzt kann ich das hier ziehen. Okay, dann kannst du das da dran schieben. Komm hoch. Ja, warte. Warum? Genau, und hoch. Oh, voll gut. We did it. Progress. Ja, sehr schön. Durchbeißen bestimmt. Ja. Zicklein weiter mit. Boah, ist das super. Komm ich hier nicht runter? Ja, du musst auf mich springen. Ah, doch. Ist das lustig mit den Ziegen, dass die so mitkommen? Ja, das ist ja cool. Ah, ja. Aber du musst das hier, glaube ich, mal zurück. Die Kiste da drauf schieben jetzt erstmal. Wahrscheinlich. Ja. Jetzt. So. Ah, genau, jetzt können die da drüber springen. Genau. Oh, wie so. Ach, wie krass ist das denn gemacht, ne? Wie du einfach drunter durchgehen kannst. Ich bin halt klein und putzig. Ja. Also ich finde mich manchmal so alt, da überweist mich ein Arzt direkt zum Archäologen. Wow. Meine Ziege hängt fest. Ah, ne, jetzt nicht. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ich weiß noch nicht ganz, was im Spiel passiert, aber es ist niedlich. Auf jeden Fall. Es geht darum. Ein Rehkitz und ein Wolfsjunge haben ihr Rudel bzw. die Herde verloren. Und wir sind sozusagen auf der Suche nach unserer Familie und sind da sozusagen zusammengekommen und müssen uns jetzt zusammen gegenseitig helfen, dass wir... Gutes Stichwort. Ja. Help. I need somebody. Help.
Oh, guck mal, jetzt haben wir Ziegenfreunde. Hier, das nach Strom aus, aber hey, whatever. Aber warte, ich muss da hoch, dann ziehen wahrscheinlich wieder. Ja. Ey, die schwarze Ziege will nicht. Hing da fest. Muss die schwarze Ziege nochmal. Musst du irgendwie holen. Bleib du mal da. Okay. Nee, bleib du ruhig da. Das ist nur die schwarze Ziege, die irgendwie gerade nicht will. Back die irgendwie fest? Wo kannst du springen? Ja. Passiert dann was? Die muss ja eigentlich hoch. Ja. Die muss hier rüber, oder? Ja, die muss. Nee, die muss dort oben auf diesem Rohr lang. Die muss ja von oben dann schieben. Die muss auf dieses Rohr. Das, die, will, die muss nicht rüber, die muss auf das Rohr. Ah, stimmt, du hast recht, ja. Oh. Das Spiel ist echt Ja, absolut. Geh mal runter. Und dann mal gucken. Vielleicht sollte ich noch mal hingehen. Weil die macht ja. Warte mal, jetzt vielleicht? Jetzt bewegt sich erstmal zumindest. Jetzt muss ich dir ja helfen, ne? Ich kenne nur Uhu als Kleber. Warum geht denn die Schwarze nicht mit? Die muss hoch. Die muss ja irgendwie hoch. Kannst du da drüber hüpfen? Nee, ne? Weil das doofe Ding dort fehlt, ne? Uns fehlt eine Kraft. Unlock, hallo again, na hallöchen Lady, schön, dass du da bist. Kann ich denn hier mich nicht wieder losmachen davon? Warum schiebt mir die drei Stunden? Keine Ahnung. Warum kommt die Ziege nicht hier hoch? Jetzt. Ich kann auch nicht rüberspringen. Warte mal, lass noch mal kurz runtergehen und gucken. Vielleicht müssen die Ziegen auch von. Kann ich dich hier hochlassen? Nee, ich muss irgendwie gucken. Brauchst nicht jammern. Ich finde das ja schon komisch, dass die Schwarze sich halt überhaupt nicht bewegt. Ich überlege gerade, ob die Schwarze vielleicht auch Hilfe von der Weißen braucht, um da hochzukommen. Und wir deswegen vielleicht hier nochmal richtig hoch. Und was machen das? Hier nochmal in Stellung. Warte, genau. Jetzt macht sie dort. Warte. Ja. Nee, die hupt dort vorbei. Warte, ich muss noch so bleiben. Jetzt. Ja, guck mal. Jawohl, jetzt wir sind so gut. Wir sind so gut. Ah, hallöchen, Heidi, super, schön, Lena, dass du da bist. Und herzlich willkommen zu Blank. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt die weiße Ziege hängen geblieben wäre. Und jetzt mit vereinten Kräften zu viert, los. Ja, los, ich zieh schon. Jawohl, wir schaffen es, jawohl. Ja, cool. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Ihr habt gerade angefangen nach Bugs zu googeln. Oh, wir haben es geschafft. Oh Gott, die Wolf Sounds. Oh, das Spiel ist so süß. Ihr seid so gut. Jawohl, sind wir. Bin wie immer die ganze Zeit da, ohne was zu sagen. Oh Gott. Jetzt kommen sie komplett. Oh Gott, wir haben schon wieder Freunde. Okay. Ah ja, hier. Ah, hier geht's durch. Juhu. Oh, fuck. Wo muss ich lang? Ich glaube auch links runter. Okay, ich kann auch hier durch. Kommt mit, ihr kleinen Ziegen. Ah, muss ich dich hoch wieder lassen? Nicht. Ja. Ach krass, die Ziegen springen jetzt auch über mich. Voll gut. Alle rüber. Alle zusammen. Jawohl. Und los. Nein, nicht runterfallen. Hoch. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen. Aber jetzt. Okay. Ist hier wahrscheinlich das gleiche wieder? Ich bekomme hier immer nur Springen. Wir sind erstmal hier oben. Müssen wir einfach hier durch? Wie musst du da durch?
Ah, ja, okay. Ich kann jetzt hier hoch. Genau. Ah, da ist was zu. Ist da was zum Ziehen oder? Hallöchen, spielend leicht. Schön, dass du da bist. Und viel Spaß mit dem Solidaritätslog auf Arbeit. Ich kann zwar springen, aber ich kann ja nicht hier hoch. Ich kann nur nicht helfen. Ich glaube, ich muss hier hinten wahrscheinlich jetzt irgendwas machen. So mit schwarzem Ziegenfreund. Okay, dann geh mal mit schwarzem Ziegenfreund. Die sind auch nur ein ganz winziges bisschen buggy. Ah, ich kann hier springen. Ah, ja genau, guck mal. So, aber da ist weiße Ziege weg. Die kommt schon wieder. Ah, die läuft oben lang. Okay. Na, so. Ah. Und jetzt springen wir da drauf und dann katapultierst du uns wahrscheinlich. Aber mein Schrittzähler hat wieder genervt und wollte, dass ich auch am Samstag meine 6000 Schritte mache. Deswegen noch draußen spazieren gewesen. Ach, das ist doch schön. Gibt doch Schlimmeres. Ja. Ah, jetzt. Ja, jetzt. Nee, bleib da drauf. Warte. Wir gehen da runter. Ah, genau. So. Dann bleib da drauf und bleib schon mal, ob du über den Zaun zu uns drüber springen kannst, oder? Nee, ich muss da drüber springen. Ja, genau, da rechts drüber. Jawohl. Yes. Sehr schön. Puzzling gut. Na, super. Jetzt sind wir alle hier. Ein Snaystorm. Oh Gott. Aber wir haben Freunde. Ja, wir sind zu viert. Einfach an dem Hund oder Katze. Einfach was an deinem Hund oder Katze anbringen, was wollte ich schon wieder machen? Oh. Hier kommen wir, glaube ich, nicht durch. Haushalt leider ohne Herde oder Tiere? Was? Tiere? Ah. Müssen wir wahrscheinlich unten. Ich glaube, schütteln geht auch bei Schrittzählen. Ach, super. Aber wenn wir jetzt schon Kapitel 7 von 10 sind, wir sind, glaube ich. Also, es sind wahrscheinlich schon 8. Wahrscheinlich. Naja, dann schaffen wir das vielleicht wirklich bis 19 Uhr. Falls wir eher fertig sind, dann machen wir irgendwas, was spontan ist. Ja. Mach ich. Nee, da müsste ich erst. Da müsste ich hier irgendwie erstmal das Ding aufbauen. Wie hieß das? Card Reader. Switch. Ja. Das würde zu lange dauern. Aber vielleicht sowas wie. Mal gucken. Wir finden was. Hätte zwei Kaninchen. Da kriegst du die Schritte sehr schnell zu dran. Nein! Lena, das ist jetzt nicht passiert, ja? Nein! Oh Gott! Nein! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Mein Herz! Nein! Oh Gott! Was? Ich hab schon voll geheult! Ich war kurz so kurz davor. Oh mein Gott. Nein. Mann. Aber jetzt haben die Angst vor uns. Ja. Oh nein. Wir haben es versucht. Freunde. Ja. Freunde. Es tut leid. Wir wollten euch nicht fallen lassen. Boah. Hallo. Oh Gott. Weiter. Was ist denn jetzt? Haben wir uns hier vertragen? Nee, oder nicht? Oh Mann. Schade. Oh, guck mal, wir.
Aber es... Das ist jetzt gleich so wieder die Spur. Oh. Wie die Stimmung gleich ausgedrückt ist. Ja. Dramatische Gruppe. Drama ist real, auf jeden Fall. Oh ja. Wir haben unsere beiden Buddies verloren. Aber das Wichtigste ist, dass sie noch leben. Das ist noch wichtiger als ist sie dann. Gehen wir halt auseinander, aber wenigstens sind sie am Leben. Weil die haben uns halt vertraut und das dachten halt, wir haben da was. Wir haben die da drüber gelockt und da ist es halt so. Hallöchen, Pixel-Demon, schön, dass du da bist. Wow, das sieht krass aus. Ja, das ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Das heißt Blanc. So. Was passiert jetzt? Alles weiß? Es passiert erstmal was. Es passiert erstmal. Ladebildschirm. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es gibt ein schlimmeres Lied, das Intro von Until Dawn. So, jetzt gucken wir uns erstmal. Flip. Wie aus der Wasserbahn. Wasserrutsche. Ja. Wo sind die Spuren weg? Sind keine Fährten mehr da, oder? Nein. Aber ich höre was. Ja. Jetzt geht's weiter. Oh, kennst du die Trickfilmserie von früher, als die Tiere den Wald verließen? Ja, klar. Oh mein Gott, war das schön und trotzdem auch irgendwie traurig, aber es war total krass. Ich habe das so gerne geschaut. Ist das süß, wie du mir hinterherläufst? Wow, das war eine weirde Kameraeinstellung. Ja. Galileo Wasserrutschentest, was? Um Gottes Willen, nein. Wie du süß in den kleinen Berg dort hochläufst. Mit deinen kurzen Stummelbeinchen, so süß. Mhm. Oh. Da-dam, 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 da-dam. Hier weiter. Müssen wir wieder was Eis nehmen, ne? Wir müssen hier hinten lang, oder? Gleich da lang. Ja, da können wir nicht drüber. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Das ist alles so weitläufig. Ja. Wir finden schon den Weg. Bestimmt. Hui! Okay. Ich glaube, da hinten durch. Da könnte es richtig sein, auf jeden Fall. Ja. Ah, da sind Spuren? Nee. Nee, sah nur so aus. Sah nur so aus. Schade. Ja, dann gehen wir erstmal weiter. Okay, ich habe eine Errungenschaft gekriegt, also scheint es ja. Spuren! Yay! Exciting! Guck mal, wie es so nach den Spuren guckt. Das ist total niedlich. Aber sind das jetzt nur meine und deine nicht, oder? Ich gehen erstmal nach. Kamera, hallo?
Ah, deswegen. Deswegen. Ich bin echt gespannt, was hier am Ende passiert. Mhm. Da sind noch mehr, da gehen die Spuren weiter. Hui! Yay! Oh Mann, das mit dem Schlittern ist echt lustig. Das ist super schön. Auf jeden Fall. Das sind so total simple Sachen, die aber da so viel... Man sieht halt, dass auch Spiele funktionieren, ohne dass man kämpfen muss oder irgendwie. Ich meine... Ja, absolut. Absolut. Ah, hier kommen die Spuren zusammen. Ja. Toll. Jetzt hast du deine wiedergefunden. Mhm. Bei den Ziegen habe ich echt gerade geheult, muss ich sagen. Ich hatte echt krass. Ich habe so hart zu überall. Ja, mir ist es egal, Menschheit weiß auch, dass ich sehr nah was gebraucht habe. Ich heule auch regelmäßig. Ich ja. Schon jedes Mal wieder, wenn ich Sayonara Wild Hearts spiele. Okay. Jedes Mal. Was absolut okay ist, ja, finde ich auch. Ja, total. Emotionen gehören zum Leben dazu. Auf jeden Fall. Wir sind ja hier auch keine Maschinen, die hier sitzen, oder? Wenn du dich verstellst, hast du schon verloren. Ja, ja. Da drüben geht's weiter. Nein, hier oben. Oh. Ja, ich bin ein bisschen auf dem Eis gerutscht. Du bist ein bisschen auf dem Eisweg, Holzweg. Ja. Hier kann ich auch gerade nicht rennen. Ich hab's gar nicht versucht, weil ich finde, das ist tatsächlich sowas, da kann man gemütlich durchgehen dann eher. Auf jeden Fall. Oh, wie süß wir hier zusammen. Weil Kamera bist. Ich versuche nämlich immer so mit dem rechten Stick, versuche ich die Kamera zu steuern. Ich auch. Und dann merke ich jedes Mal wieder, ach nee. Könnt ihr euch noch an Gamepads erinnern, die noch keine Analog-Sticks hatten? Das war eine weirde Zeit. Spiele ich sogar bis heute immer noch mit. Ach, krass. Ich spiele ja sehr viele Sachen auf dem Super Nintendo immer noch. Ups. Oi! Nee, falsch Richtung. Da, genau. So. Solche SNES-Kontrollen. Hier scheint es nicht lang zu gehen. Müssen wir tatsächlich jetzt über den kleinen Zaun springen? Nee, ich glaube eher hier. Halt auf, klar. Es geht beides. Ich war ein Giga räudig. Die SNES-Controller? Ach, es gibt Schlimmeres. Ja. Ich fand damals den ersten. Also ganz schlimm fand ich die Master System-Controller. Der Mega Drive war, hatte dann schon richtig geilen Controller. Ja, der war schon so ein bisschen ergonomisch. Der war ja so schon ein bisschen. Ein bisschen, das stimmt, ja. Oh. Wo siehst denn du eigentlich immer das Kapitel? Sehe ich das auch irgendwo? Nee, das ist beim Laden stand das. Ah, okay. Mhm. Weil bei Fortsetzung stand dann Kapitel 7 von 10. Oh, guck mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo! Oh Gott! Freunde! Und die sind genauso auf der Spur wie wir, guck mal! Die folgen uns auch. Oh, ist das schön! Die haben etwas andere Musterungen als wir. Ja. Oh nein! Ja, ich komme runter. Ja, ich weiß! Du musst ja nicht immer weinen, ich hab's doch mitbekommen. Ja! Ich fühl mich sonst. Recht auf weinen. Sollte jeder. Ach nein! Oh Gott. Warte, bleib du dort. Ich muss, komm runter. Sehr schön. Und jetzt? Genau. Muss ich noch alles vormachen. Genau. Oh, ist das süß. Oh, ist gut. Ey, wenn nochmal so ein Schockmoment wie mit den Ziegen gleich kommt, ja? Dann raste ich aber aus. Ah, du bist schon drauf. Aber ich musste trotzdem helfen. Ah.
Oh, wie süß. Ja, hoffentlich fallen die nicht irgendwo runter. Leute! Jinx das nicht! Jinx das bitte nicht! Was ist jetzt hier? Ziehen. Ah! Du musst schieben, glaube ich. Von der Seite, ne? Doch jetzt. Ah, alle zusammen, das ist so cool. Oh, hallo! Oh, guck mal! Oh, wie süß. Oh! Oh, wir haben uns alle so lieb, das ist so schön. Gruppenkuscheln! So, müssen wir jetzt nie. Wir müssen hier lang, bestimmt, ne? Ja. Hier lang, hier lang. Ah, okay, ich seh's. Folgt den kleinen Bouncies. Ah, oh, guck mal, da sind noch mehr. Oh mein Gott, da sind sie. Wie kommen wir dorthin? Hier lang. Ja. Einfach. Ja, ich nicht. Ich konnte nur meiner Begleitung helfen. Ah, okay. Warte mal, kann ich. Warte mal, jetzt kann ich auch nicht mehr helfen. Das war schon das. Wir müssen weiter. Hier lang. Ich glaube, hier musst du uns. Ja, hier muss ich euch helfen. Los, hüpft drauf, ihr zwei Mäuse. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Wir sind keine Mäuse, wir sind Wölfe. Au! Au! Oh, das Knarzen gefällt mir nicht. Nein! Nein! Ich hab gesagt, nein! Nein, nicht nochmal! Nein! Oh, nö. Oh nein! Oh nein! Aber es lebt noch. Nee, das war der große Mutter. Ja, aber das unten lebt noch. Geht noch gut. Oh, ja, okay. Wir müssen es retten. Ah, hier. Why? Ja, ist eine gute Frage. Oh, sehr schön. Ich muss hier hinten weiter. Erstmal. Ich kann dann hier was machen für dich. Kannst du was machen? Blöde Schwerkraft. Warum müssen immer alle runterfallen? Na, es ist bis mal. Oh, warte mal, ich muss mal. Hier kann ich was schieben. Ja, schieb mal. Ah, jetzt kann ich runter. Guck mal, dann kannst du da runter, dann kannst du unserem Freund da hochhelfen. Nee, ah genau, schieb mal das Fass da. Nicht durch, ne? Mist. Ich
Gründer einer Anti-Schwerkraft-Partei, Nathan. Ich komme hier nicht durch. Oder kannst du ja an der Tür, an der hier hinten bei mir was machen? Gemacht. Ich kann hier oben auch nichts. Musst du mir das machen? Ich muss dann irgendwas machen in deinem Windschatten. Nee, du musst den Kopf, ne? Da kannst du irgendwas durchbeißen. Ja. Da kannst du irgendwas durchbeißen. Das ist schon mal gut. Dann beiß mal durch. Jetzt alleine da hochgesprungen. Krass. Ey, ist klar. Jetzt kann ich zumindest erstmal wieder hier hoch. Und du? Ah, kannst du eventuell jetzt zu mir rüberspringen hier? Leider hier nicht durch. Nee, ist nicht. Ah, ich kann dir aber. Ich kann. Hä, warum kann ich hier helfen? Kannst du hier runterkommen? Nee, ne? Aber ich wusste nicht, was jetzt das bringt. Ich wusste halt nicht, was das bringt. Du kannst doch nichts mehr machen, ne? Nichts brauchen. Wenn ich hier lang gehe, hier geht es bei mir nicht weiter. Guck mal, ich bin jetzt irgendwo hier dran. Warte, ich kann hier drüben. Jetzt bin ich hier und da oben ist die Wölfin. Ja, also ich kann jetzt hier bei mir gerade nicht so wirklich machen. Kann man nicht weiter runter irgendwie? Ich kann nur nicht reinspringen. Warte, ich habe eine Idee. Kann ich hier irgendwas in deinem Windschatten machen, wenn du hier links davon gehst? Guck mal. Ah, und ich muss es hier machen. Genau, und ich muss dann ab hier machen. Oh, Mann, sind wir klug. K-L-U-K.
Aber komm mal mit, ich sehe ihn sonst hier nicht. Ist irgendwas passiert, die sind ja hier rumgekommen. Okay. Ja. Ich komme. Oh Mann. Ey, das war so simpel, dass wir da. Warum sind dass wir da nicht von alleine? Weil ich bin blond, ich darf immer eine Entschuldigung. So. Los, jetzt komm! Ja, hetz mich nicht! Ah, das hier, jetzt weiß ich auch. Warum? Du bist blond, aber gut, naja. So, wir sind jetzt hier oben. Komm mal zurück bitte kurz, weil ich komme jetzt gerade hier irgendwie nicht weiter. Ah, dass ich dich dort noch runterhole, das stimmt. Nee, geht auch nicht. So weit runter kannst du doch nicht. Ich kann aber auch nicht hochspringen. Ich kann halt hier nirgendwo groß drüber springen. Kannst du nicht mehr über das Fass? Du bist ja vor uns immer über das Fass drüber gesprungen. Oder oben lang, beziehungsweise. Ja, aber ich kann nicht mehr oben lang offensichtlich. Irgendwie aus mir nicht erfindlichen Gründen. Doch. Ja, guck mal. So, jetzt kann ich hier, bis hierhin kann ich. Aber ich kann nicht weiter. Du kannst nicht weiter springen? Nein, kann ich nicht. Das Spiel ist broken. Du kannst ja nicht runter. Nee. Kann ich nicht. Oho. Aber kann ich hier irgendwo. Kann ich. Wolf wartet dort um? Ich kann hier nichts machen. Oh, ich glaube, wir haben es in der falschen Reihenfolge wahrscheinlich gemacht. Wie? Also ich glaube, wir hätten tatsächlich erst den anderen Wolf rüberbringen müssen und dann hätte ich erst da oben das zerbeißen müssen. Ja, aber es muss ja trotzdem irgendwie weitergehen. Och. Softlocks in Spielen kommen durchaus vor. Oh, komm. Ja, oder genau, oder geht eh mal da weiter. Schauen wir schon mal, ob du da irgendwo hoch weiterkommst oder so. Ich kann zwar hier hoch. Ah! Ah! Ach, guck! Und was macht er jetzt? Er ist jetzt da oben. Ja, und jetzt? Jetzt müsstest du eigentlich helfen. Aber du hängst so fest. Ja, eben. Oh nee, ich will jetzt nicht alles nochmal machen. Ich meine, wir wissen ja jetzt, wie es geht und das ist ja dann jetzt nicht so schwer, aber... Weil es kann doch nicht sein, dass du dort festhängst und nicht über dieses Mini-Fass so drüber springen kannst. Das macht mich ja... Das macht mich ja komplett... Ich find's auch weird, aber... Hier, dieses Mini-Fass, also bitte... Ja, das ist echt lächerlich. Also, dass ich hier überall hinspringen kann, nur nicht über diese eine Lücke hier, die kann ich nicht drüber springen jetzt auf einmal. Ja. Oh, warte. Nee, doch nicht. Oh. Muss mal halt zum Hauptmenü gehen. Ja. Mist. So, fortsetzen. Ah, wir sind schon Kapitel 10 von 10. Ja. Okay, willst du mich wieder einladen? Ja, mach ich. Ja, Lalina, einladen. Bist jetzt sehr schön, da haben wir es schon. Oh, wie schön. Ah, wie schön, Leute. Und wie geht's euch? Lurkt ihr schön? Macht ihr es euch bequem? Was gibt's bei euch heute zu essen? Ente. Ente. Bitte geh. Ja, lass mal. Bratkartoffeln mit Spiegelei.
Ich bin ja überhaupt kein Fan von Bratkartoffeln. Das ist eine der wenigen Sachen, die noch unter der Pommes rangieren. Oh Gott, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir wieder hier, wo der gerade runtergefahren ist. Ich muss jetzt das hier ziehen. Frikandel mit geriffelten Pommes. Geriffelte Pommes sind gut. Du musst das ich liege auf Couch und snacke Popcorn. Ich bin nebenbei Fortnite. Mein Beileid. Ach nee, Quatsch, von mir aus. Wir hatten gerade chinesisches TKW und natürlich ein Novaboom. Schön, dass du da bist. Fühlt euch ja nicht genötigt, aus euren sicheren Lurk zu verlassen. So, jetzt komm hier rüber. Genau, ich komme. Was ist er denn? Ah, der ist gerade weg gewesen, der kommt jetzt wieder. So, jetzt. Bleib du mal dann bitte dort stehen, damit das bei mir nicht wieder so klein wird. Ja. So. Cool. Jetzt warten wir auf dich. Lena kann einen gut ablenken. Ist das jetzt positiv oder negativ gemeint? Ich versuche nebenbei zu zeichnen, aber irgendwie gucke ich doch nur Stream. Ich will euch natürlich nicht abhalten von wichtigeren Tätigkeiten, aber wenn ihr hier seid, freue ich mich natürlich auch. Beziehungsweise wir freuen uns. So, jetzt gehe ich mal hoch. Ich hänge das ab. Jetzt hängt es nicht mehr fest. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das ist halt echt, dass ich noch einmal hier drüber springen kann. Okay. Oder das Spiel ist halt gerade einfach kurz gebuggt. Das ist halt. Das kann auch sein. Aber wir sind jetzt schon wieder an der Stelle. Du kannst nicht. So, komm mit, kleiner Freund. Siehste, ging ja ganz flott jetzt. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Oh, ihr zwei! Springen! Oh. Oh mein Gott! Ist das süß! Und Bambi? Wir müssen Bambi noch retten. Ich bin hier allein. Nein, du bist nicht allein. Oh, du bist allein. Eigentlich schaue ich super gern beim Zeichnen Streams, aber ich glaube, das Spiel ist einfach zu cute. Da muss ich die ganze Zeit hinschauen. Oh. Da bist du wieder. Ja. Bestimmt das Zerbeißen dort oben. Das ist wie eine Kurbel, guck mal. Ich sehe es, ich kann nicht mehr sehen. Ich sehe halt absolut null, was ich mache gerade. Ich versuche schon irgendwie. Das ist ja wie so eine Gondel. Ah ja, guck mal, spring mal da rein. Jetzt kann ich jetzt ziehen. Ui! Oh, oh nee. Das kann ja nur Stunden dauern hier.
Musst du das länger irgendwie halten oder mehrfach hintereinander machen? Ich muss das mehrfach machen, der lässt automatisch immer wieder los. Okay. Oh, wir haben es geschafft! Da ist unser Freund! Ja. Family Reunion! So. Oh, wie schön. Ach, guck mal, das war doch die perfekte Länge auch dann für heute. Das stimmt. Ja, entschuldigt bitte, aber es läuft gerade. Oh, fühl dich mal gedrückt. Dankeschön. Oh. Oh, war das schön, das Spiel. Ey, super schön, ja. Auf das ist halt genau wirklich für so einen Nachmittag, wenn man mal was zusammen machen will, ganz entspannt. Perfekt einfach. Ja. Ja, und ich glaube, auch wenn ich jetzt so den Abspann auf Französisch sehe, ist, glaube ich, Blanc tatsächlich richtig. Ja. Eine Aussprache, würde ich mal fragen. Super schön. Wie einfach super süß ist das Spiel, bitte. Total. Wir gucken uns jetzt auch den Abspann ganz bis zu Ende an, weil das haben die Leute definitiv verdient. Ja, richtig. Hans ist halt echt ein bisschen schade mit den technischen Problemen. Ja, ich würde trotzdem, es reicht definitiv für einen Daumen nach oben. Also, ja, ich würde dem Spiel jetzt wegen den technischen Problemen keinen Daumen nach unten geben, weil die Story halt wirklich super schön ist. Ja, und die technischen Probleme haben sich ja echt noch in Grenzen gehalten. Also. Es ist jetzt nicht so, dass das Spiel komplett broken ist. Es hat zwischendurch ein bisschen buggy, aber mein Gott, da habe ich schon Schlimmeres gesehen, wo ich trotzdem Spaß ja, hatte. Ja, das ist richtig. So, lieber Chat, wie hat es euch denn gefallen, das Spiel? Schreibt mal, haut mal in die Tasten. Bin hier aber auch mal gespannt jetzt. Ja, ich bin auch ein bisschen auf die. Was alle so sagen. Ja. Stockholm-Syndrom AI, wow. Ist ja auch mal eine Möglichkeit, seine Firma zu benennen. Das war ganz süß. Immortal Legends Network. Geiles Team, geiler Stream.